Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jaust, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Zoom-Adventsgottesdienst. Wir freuen uns, Sie und euch alle zu sehen, und es ist schön, dass so viele auch woanders hergekommen sind, nicht nur aus dem Großraum Toronto, aus Deutschland, aus New York und wer weiß wo noch her. Wir freuen uns, dass ihr da seid und erbitten uns Gottes Segen und Freude an diesem Gottesdienst und am Advent. Ein Gottesdienstablauf sollte sich jetzt in der Chatbox befinden. Einige haben ihn auch schon als E-Mail bekommen oder in der Kirche oder per Post zugeschickt bekommen. Und das ist unser Team für diesen Gottesdienst. Pastor Ralf Karl Wuschke von der First Lutheran Church, Pastor Rasma Zaune von der Epiphaniaskirche in Scarborough, Pastor Peter Lisinski aus Thornhill, Pastor Annika Klappert ist die neue Pastorin in der Martin-Luther-Kirche. Wir heißen Sie heute sehr herzlich willkommen und freuen uns, Sie näher kennenzulernen. Und Pastorin Katharina Möller aus der Georgskirche. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ich sehe im Chat gar nichts, also weder einen Ablauf noch irgendwas anderes. Seht ihr anderen was? Ich werde das bald machen, okay? Das kommt bald in den Chat, okay? And we thank David Berg for his technical support. Wenn Sie mit dem Telefon zugeschaltet sind, benutzen Sie bitte das Sternzeichen und die Nummer 6, um sich stumm oder wieder dazuzuschalten. Das Sternzeichen und die 6. Wir werden den Gottesdienst aufnehmen, um ihn nachher auf unseren Webseiten zur Ansicht bereitzustellen. Und nach dem Gottesdienst sind noch 10 bis 15 Minuten für einen gegenseitigen Austausch. Während der Gottesdienstlieder werden wir alle stumm geschaltet. Sie können gerne zu Hause laut mitsingen oder die Musikstücke als Meditation anhören. Die Liedtexte werden auf dem Bildschirm eingeblendet, auch die Liednummern und Strophen angesagt. Und unser erstes Lied ist Macht hoch die Tür, und wir singen die Strophen 1 bis 3 und 5. Bitte singen Sie mit, die Aufnahme ist Scott Weidler auf dem Klavier und Pastor Ralf singt vor für uns. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jaust, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein.
ein, da dieser König ziert ein. Er ist die rechte Freudensohn, bringt mit sich lauter Freude und Wohn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir hören Worte aus Psalm 24. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute. Schenke uns in den Tagen des Advents Augenblicke der Ruhe und der Besinnung. Lass uns jetzt schon etwas von der Freude spüren, die du uns bei deinem Kommen verheißen hast. Stehe allen bei, die in diesen Tagen ihre Einsamkeit und Verlassenheit besonders schwer zu tragen haben. Führe die Menschen zusammen, die sich zerstritten haben. Schenke ihnen den Mut und den Willen zur Versöhnung. Schenke uns deine Liebe und deinen Frieden und mache uns fähig, deinen Frieden auch zu leben und weiterzugeben. Christus ist unterwegs zu uns. Er will uns nahe sein. Wir bitten ihn um seinen Segen für diesen Gottesdienst und für jeden Tag. Amen. Amen. Und die erste Lesung ist aus dem 1. Korintherbrief, die Verse 1 bis 8a und 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Ich möchte Ihnen diesen Text jetzt noch einmal vorlesen, und zwar für Advent und Weihnachten. Wenn ich mein Haus mit vielen Lichtern, Sternen,
Bildern und vielen anderen wunderbaren Kleinigkeiten perfekt schmücke und habe keine Liebe für meine Familie, so bin ich nur einer von vielen Dekorateuren. Wenn ich in der Küche arbeite und hunderte von Plätzchen und Keksen backe, das beste Weihnachtsessen vorbereite, den Tisch geschmackvoll decke und habe keine Liebe, bin ich nur eine von vielen Köchen. Wenn ich in der Küche für Obdachlose arbeite, Weihnachtslieder singe und alles, was ich habe, für Arme ausgebe und zeige keine Liebe, dann bringt mir alles nichts. Wenn ich den Tannenbaum mit leuchtenden Engeln, Kugeln und Schneeflocken schmücke, zu unzähligen Weihnachtsfeiern gehe und im Chor singe und mich nicht auf Jesus konzentriere, habe ich das Wesentliche verpasst. Die Liebe macht es möglich, das Kochen zu unterbrechen und die Liebsten zu umarmen. Die Liebe ist freundlich, sie ist zu stark, um zerstört zu werden, und sie wird niemals müde. Die Liebe macht nicht neidisch auf andere, die mit Weihnachtsgeschirr und Tischdecken ihren Tisch passend dekoriert haben. Die Liebe schreit die Kinder nicht an, aus dem Weg zu gehen. Die Liebe schenkt nicht nur an die, die auch etwas zurückschenken können, sondern freut sich besonders, auch denen zu geben, die nichts haben. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, hofft alles und duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Videospiele zerbrechen, Perlenketten gehen verloren und andere wertvolle Geschenke werden verbraucht oder vergessen. Aber das Geschenk der Liebe wird bleiben. Das Geschenk der Liebe bleibt für immer. Darum geht es im Advent, am Heiligen Abend, zu Weihnachten und immer. Um das Geschenk der Liebe. Das Heilige Evangelium nach Matthäus, Kapitel 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm vorging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Amen. Sie sind wieder eingeladen, mitzusingen, während ihr stumm gehalten sind. Der Text von Wie soll ich dich empfangen wird jetzt gleich eingeblendet.
und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir Kund und Wissen sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis, und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Frieden und Freude lacht, da bist du mein Heilkommen und hast mich froh gemacht. Ja, jetzt würde ich gerne ein paar Gedanken mit Ihnen und euch teilen. Und ich wollte einmal fragen, ob, wenn ich jetzt hier ein Dokument für mich öffne, ob Sie, ihr mich da noch sehen könnt. Kann ich dazu eine kurze Rückmeldung kriegen? Wahrscheinlich ja, ich glaube. Weil ich habe es jetzt schon geöffnet. Kannst du mich noch sehen, Ralf? Ja, aber du hast es noch nicht mitgeteilt. Du musst noch sharen. Okay. Nein, ich will es nicht, ich will nur für mich selber das hier offen ja, auf meinem Laptop. Gut. Ja, wir sehen okay. Sie. Ja, perfekt, dankeschön. Es gibt eine anrührende Geschichte, in der Weihnachten vorverlegt wird. Ein 8-jähriges Mädchen aus einem kleinen Schweizer Juradorf ist todkrank. Sie hat Krebs und wird bald sterben. Dieses Mädchen hat nun aber einen sehnlichen Wunsch. Sie möchte noch einmal Weihnachten feiern. Echtes, richtiges Weihnachten. Doch die Lebenserwartung des Kindes ist gering. Dass sie das kommende Weihnachtsfest noch erleben wird, halten die Ärzte für ausgeschlossen. Da kommen der Dorfschullehrer und der Vater des Mädchens auf eine Idee. Sie verlegen Weihnachten in diesem Jahr auf den 2. Dezember vor. Da Weihnachten aber nur das echte Weihnachtsfest ist, wenn alle mitfeiern, werden nach und nach alle Dorfbewohner von dem Plan in Kenntnis gesetzt. Alle, auch die Geschäftsleute, machen mit. In der Schule wird gebastelt und der Bäcker backt Lebkuchenherzen. Advent beginnt diesmal in dem kleinen Juradorf eben schon im November. Und am 2. Dezember wird schließlich der Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Es ist ein wundervolles Weihnachtsfest mit allem, was dazugehört. 2 Tage später stirbt das Mädchen. Den 24. Dezember hat man in diesem Jahr dann in dem kleinen Dorf in der Schweiz nicht mehr gefeiert. Denn Weihnachten war diesmal überraschend anders gekommen. In diesem kleinen Dorf haben also viele Menschen das Weihnachtsfest für ein einziges Kind verschoben. Ich stelle mir vor, dass sie das getan haben, weil sie begriffen hatten, wie wichtig das Fest der Geburt Jesu für dieses Mädchen war. Hier konnten sie mit ihren Möglichkeiten und ihren Fähigkeiten etwas tun, von dem sie dachten, dass das wirklich im Sinne Jesu war. Und sicherlich ist diese Erfahrung in den Herzen der Menschen noch lange nachgeklungen. Die Geschichte zeigt uns, finde ich, sehr schön, dass Advent und Weihnachten eigentlich unabhängig von einer bestimmten Zeit im Jahr sind. Wir nehmen uns diese Wochen ganz bewusst, und das ist auch gut so, um die Ankunft Gottes in unserer Welt zu bedenken und das auch ganz bewusst zu machen.
Aber Weihnachten kann es eigentlich das ganze Jahr werden in unserem Herzen, wenn wir spüren, was das für uns bedeutet, dass Jesus Mensch geworden ist und zu uns kam. Ich finde es interessant, dass das Verlesen des Bibeltextes, den wir gerade eben als Evangelium gehört haben, der Einzug Jesu nach Jerusalem, dass der so ganz selbstverständlich zu unseren Adventstraditionen gehört. Überlegt man sich, an welchem Punkt im Leben Jesu diese Geschichte stattfindet und welches Schicksal ihn nur wenige Tage nach diesem festlichen Einzug ereilen wird, dann sehen wir, dass auch hier die Erfahrung des Sterbens und des Feierns eng miteinander verknüpft sind. Die Menschen in Jerusalem, die jubeln Jesus zu, der auf die Tore ihrer Stadt zureitet. Manche haben bereits wunderbare Dinge mit ihm erlebt. Andere wissen vom Hörensagen von ihnen. Sie alle scheinen jedenfalls irgendwie der Überzeugung zu sein, dass Jesus der ist, auf den sie schon so lange gewartet hatten. Dass er dann anders ist, als sie das womöglich erwartet hatten, scheint sie in diesem Moment wenig zu stören. Doch dieser umjubelte Mann wird schon wenige Tage später am Kreuz sterben. Wir wissen um seinen Tod. Doch wir glauben auch an seine Auferstehung und das ewige Leben. Und ohne diesen Glauben wäre die Ankunft Jesu in unserer Welt wohl kaum von dieser zentralen Bedeutung für uns. Krippe und Kreuz bilden eine untrennbare Einheit. Die ganze Geschichte Jesu Christi, so scheint es, gibt Grund zur Hoffnung gerade von ihrem Ende her. Und auch wir können vielleicht manchmal im Rückblick auf unser Leben, auf bestimmte Phasen oder Situationen, die wir erlebt haben, sagen, ja, diese Erfahrung hatte einen Sinn für mich und ich verstehe jetzt welchen. Aber leben können wir unser Leben nur vorwärts. Und was morgen, nächste Woche, nächsten Monat oder auch nächstes Jahr geschieht, das liegt noch im Dunkeln. Und doch sind wir vor die Aufgabe gestellt, jeden Morgen neu aufzustehen und unsere Wege zu gehen, ohne letztlich zu wissen, wohin sie führen werden. Und ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber mir fällt das schon auch manchmal schwer, weil ich doch gerne plane und kontrolliere und das manchmal nicht so gut ertragen kann, dass ich einfach nicht weiß, was kommt. Und ich glaube, es ist auch eine Herausforderung für uns als gläubige Menschen, Gott, unsere Zukunft, die wir nicht in den Händen halten, immer wieder neu hinzulegen und anzuvertrauen. Ihm den Raum in unserem Leben zu geben, damit er bei uns, so wie damals in Jerusalem, einziehen kann. Das ist ein Wagnis. Und vielleicht fällt es auch manchmal schwer, weil wir schon Wege geführt wurden, die nicht einfach waren und die auch schmerzhaft waren oder noch sind. Und doch, denke ich, gibt es den gläubigen Menschen, da gibt es immer noch diesen Funken der Hoffnung und dieses Warten darauf, dass es ein lichtvolle Momente gibt im Alltag, die uns auch Kraft geben für den nächsten Schritt. Und vielleicht zünden wir auch deshalb so gerne Lichter an in der Adventszeit, damit sie uns ein Symbol sind und uns Licht bringen ins Dunkel der Welt und in unseren Herzen. Ich möchte Sie daher ermutigen, in den kommenden Wochen zu Hause täglich vielleicht ganz bewusst einmal ein solches Licht zu entzünden. Das kann groß sein oder klein. Ich habe hier so eine ganz kleine Teelicht im Glas, aber das geht auch. Und Sie können sich überlegen, ob das vielleicht morgens am besten passt in Ihrer Routine oder mittags in der Mittagspause oder abends oder wann auch immer. Das ist eigentlich ganz egal. Und Sie können dann einen Dank sprechen, eine Bitte loswerden. Vielleicht auch jeden Tag einfach das Vaterunser einmal ganz bewusst sprechen. Oder ein anderes Gebet, das vielleicht so lauten könnte. Gott, ich bitte dich nicht um das, was ich will, sondern um das, von dem du weißt, dass ich es brauche. So lege ich diesen Tag in deine Hände. Amen.
Vielen Dank, Pastorin Annika, für diesen Andacht. Und wir freuen uns jetzt auch, dass sie uns Gitarre gespielt und vorsingen werde. So, wir werden wieder stumm gehalten und dieses Lied mit Pastorin Klappert singen können. Die heißt Seht, die gute Zeit ist nah. Lass uns gemeinsam miteinander und füreinander beten. Jede Fürbitte schließt mich, wir rufen zu dir, und bitte antworten sie darauf mit O komm, du Trost der Welt. Du Gott, begegnest uns immer wieder auf wundersame Weise in den vertrauten Geschichten, die uns ansprechen, in den Lieder, die wir erfüllen, in den Menschen, die unsere Wege kreuzen. Du begegnest uns immer wieder und dafür sind wir dankbar. Komm du zu deiner Gemeinde, deiner Kirche und lass deine Liebe in ihre Gestalt winden. Wir rufen zu dir. O komm, du Trost der Welt. Du Gott, komm wieder zu uns auf wundersame Weise, denn ohne dich bleibt unsere Welt leer, ohne Trost und ohne Richtung. O komm, du Trost der Welt. Herr, die Aussichten sind gut, denen wir entgegensehen. Du wirst kommen und die Erde neu schaffen, die wir mithandeln. Wir bitten dich um Vernunft und Einsicht, damit das Leben des Lebens wert bleibt. Wir rufen zu dir. O komm, du Trost der Welt. Herr Christus, die Aussichten sind hoffnungsvoll, weil du gekommen bist. Du öffnest uns Augen und Ohren, die Not in der Gemeinde zu sehen, Probleme unseres Volkes auch, dazu Entwicklungen in dieser Welt. Mach uns beweglich, zu sehen und aufmerksam zu hören, wo Not ist und Hilfe gebraucht wird. Wir rufen zu dir, O komm, du Trost der Welt. Wir bitten dich für die Traurigen, für Zweifelnden an Zukunftsaussichten, für die, denen die Kraft fehlt, zum Aushalten von Sorgen und Schmerzen. Nimm sie an die Hand. Mach ihren Gang sicher und zuversichtlich. Wir rufen zu dir. O komm, du Trost der Welt. Du bist gekommen, Herr, um friedliche und gangbare Wege für uns bereit zu halten. Herr, du schaffst aus unseren Umwegen gesicherte Straßen für alle, die dich und den Frieden suchen.
die jedem schnellen Friedensgerede suchen, die am Ende aller Umwege erkennen, dass du Herr bist. Amen. Amen. Und lasst uns gemeinsam beten, als Jesus uns gelehrt hatte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der lebendige Gott. Er segne unser Warten mit Hoffnung, unsere Erwartungen mit Fülle. Er segne uns mit Vertrauen in sein Warten auf uns, in seine weit geöffneten Arme. Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lass uns jetzt wieder zusammen singen. Wir danken Vicky Kiesinger für das Orgelspiel und Pastorin Rasmer fürs Singen. Tochter Zion. Thank you.